Wunderbar. Ja, Vera hat schon gesagt, der Titel unserer Arbeitsgruppe war genau schwarz-gelbe Sparpakete auf Kosten von Frauenwiderstand vernetzen. Das hat uns zugleich vor ein kleines Problem gestellt oder gleich sogar vor zwei Probleme, weil da nämlich mehrere Themen drin waren. Wir haben uns also damit auseinandergesetzt, was eigentlich die schwarz-gelben Sparpakete, wir haben es konzentriert auf den Bund gemacht, mit einigen Länderbeispielen beinhalten und ob diese Sparpakete vor allem zulasten von Frauen gehen. Und zweitens war da ja in der Überschrift das Thema Widerstand vernetzen. Und da haben wir festgestellt und das dann auch diskutiert, dass es ein Thema ist, was, sagen Sie ja, für uns sehr doppeldeutig oder falscher Begriff, da fällt mir noch ein besserer ein, was uns vor mehrere Themen stellt, weil wir wollen den Widerstand gegen diese Sparpakete vernetzen, den Widerstand, den es schon gibt, zum Beispiel den Widerstand der Frauenhäuser, die platt gemacht werden und so weiter und so fort. Und wir haben aber festgestellt, dass wir uns selber überhaupt erstmal vernetzen müssen als linke Frauen in dieser Partei, um überhaupt Widerstand organisieren zu können. Dazu komme ich aber später nochmal. Deswegen ist es auch einigermaßen schwierig, so die Ergebnisse darzustellen. Ich versuche es trotzdem kurz und knapp zu machen. Zu den konkreten Auswirkungen der Sparpakete der gelb-schwarzen Regierung. Ich sage gelb-schwarz, weil in Schleswig-Holstein ist es eher gelb-schwarz als schwarz-gelb. Das ist eine alte Gewohnheit. Betreffen tatsächlich vorwiegend Frauen. Wobei sie so unsozial und auch unglaublich sind, dass sie natürlich Auswirkungen, das wisst ihr auch, auf die gesamten Bürgerinnen und Bürger des Landes haben. Es sollen in 4 Jahren 82 Milliarden eingespart werden. Katina hat uns das mal sehr anschaulich übersetzt. Das ist ein Haushalt von 12 Großstädten und einem Bundesland, was sozusagen auf Bundesebene eingespart werden soll bei gleichzeitigen Steuermindereinnahmen. Und der große Skandal, der dazu nochmal draufgesetzt werden kann, 37% davon kommen aus dem Haushalt Arbeit und Soziales und 16% aus dem Bereich öffentliche Verwaltung. Das heißt, das sind Sparmaßnahmen, die vor allem auf Kosten aktiver Arbeitsmarktpolitik gehen und die vor allem in den Bereich reinkürzen, in dem sowieso eigentlich eine ganz andere Politik notwendig wäre, um tatsächlich hier in diesem Land sozial gerechter miteinander zu leben. Es hat vor allem die Folge, dass die eigentliche Krise erst noch kommt, und zwar die Krise der öffentlichen Haushalte, weil damit ein wahnsinniger Einbruch der Kommunen, also der kommunalen Haushalte in Folge geht, also der Einbruch der Kommunalfinanzen. Und das wisst ihr auch, in der Kommune wird der gesellschaftliche Zusammenhalt in erster Linie wiederhergestellt und auch das hat wieder Auswirkungen genau auf die, die nämlich wenig Geld haben, auf die Frauen und auf die Kinder in den Kommunen. So, also Frauen sind vorwiegend betroffen, alleine schon deshalb, weil Frauen den Hauptanteil in prekärer Beschäftigung stellen, weil Frauen 90% der Alleinerziehenden ausmachen, 76% der Minijobberinnen stellen und da sind natürlich diese Kürzungen auch am meisten zu spüren. Wir haben diskutiert, dass das große Problem, auch um dazu politischen Widerstand zu organisieren, unter anderem darin liegt, dass diese gigantischen Sparmaßnahmen, die ja eigentlich Kahlschlagmaßnahmen sind oder Kürzungspakete, gepaart sind mit einem Spaltungsdiskurs und das zu einer zunehmend Entsolidarisierung in der Gesellschaft führt. Und das stellt uns Frauen, das stellt insgesamt natürlich diejenigen, die davon betroffen sind, vor ein weiteres Problem. Ich will nur dazu sagen, wir haben auch diskutiert, dass wir eigentlich ganz viele Zahlen, Daten, Fakten, Einschätzungen haben. Die werden wir auch nachträglich auf die Webseite stellen. Also es gab zum Beispiel das Anliegen, wir brauchen als Frauen auch in den Parteigliederungen, brauchen wir doch diese Informationen, damit wir überhaupt in die Öffentlichkeit gehen können, damit wir Bescheid wissen. Wir haben festgestellt, dass wir das eigentlich alles haben, aber es irgendwie noch nicht geschafft haben, uns untereinander so zu vernetzen, dass es auch allen zur Verfügung gestellt wird. Aber das ist jetzt erkannt und das werden wir auch schnell nachholen. Also ihr werdet dann in der nächsten Zeit ziemlich zügig eine Einschätzung des Koalitionsvertrages finden, die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Sparpakete, Zahlen, Daten und Fakten. So, an dem Punkt haben wir angesetzt, dann in der weiteren Diskussion haben überlegt, warum ist das eigentlich so? Also Frauen sind besonders betroffen, Frauen wollen
also leisten partiell in den Ländern hier und da Widerstand. Wir als Parteifrauen haben aber relativ wenig Kontakt nach außen zu den Frauen, die in Bewegung sind. Ne? Also wir hatten auch zum Beispiel Hebammen, Milchbäuerinnen, die Frauenhäuser und so. Also in den wenigsten Ländern gibt es da tatsächlich einen engen Kontakt. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir selber nicht genug vernetzt sind. Und da gibt es wahrscheinlich jetzt auch Parallelen zu den anderen Arbeitsgruppen, die noch berichten. Und wir haben dann diskutiert, was wir denn tun müssen, um als Frauen mit unseren Themen, mit unseren Forderungen mehr an Einfluss zu gewinnen und uns gleichzeitig mehr zu vernetzen und als drittes natürlich auch den Widerstand zu verbreitern. Und hatten dann die Überlegung, dass wir sagen, wir wollen Widerstand vernetzen, aber wir wollen auch durch die Vernetzung den Widerstand organisieren. Und das sowohl nach innen in die Partei gerichtet als auch nach außen. Dazu will ich noch kurz ein paar Bemerkungen machen. Was das Inhaltliche angeht, haben wir, denke ich, sehr übereinstimmend festgestellt, dass die Parteiprogrammdebatte, die wir heute Morgen ja mit diesem Podium auch das erste Mal so in dieser Form weitergeführt haben und die für alle ja sehr spannend war, unbedingt weiterführen wollen und dass wir darauf bestehen wollen, auch dass wirklich feministische Eingriffe in dieses Parteiprogramm organisiert werden. Also wir wollen uns nicht mit einer Einschreibrhetorik hier und da zufrieden geben. Wir wollen, dass diese linke Partei ein feministisches Programm hat. Wir haben auch diskutiert, warum eigentlich in unseren ganz konkreten tagespolitischen Forderungen wir auch als Frauen mit unseren eigenen Standpunkten und Sichtweisen immer wieder verschwinden. Damit haben wir selber was zu tun, damit hat aber auch der Zustand unserer Partei im Moment zu tun. Und da haben wir gesagt, wir wollen mehr, also wir schlagen vor, dass wir wirklich mehr Kraft in die Diskussion unserer tatsächlichen Alternativen investieren und da uns auch als Frauen einbringen. Ein Beispiel war das Thema Hartz IV. Wir sagen, wir wollen Hartz IV überwinden. Wir wollen dafür sorgen, dass wir auch stärker diskutieren, wie wollen wir denn Hartz IV überwinden. Also wie sieht denn der Mix aus, den wir brauchen an aktiver Arbeitsmarktpolitik, an einer gerechten Steuerpolitik, an einer Neu- und Umbewertung von Arbeit und Neuverteilung von Zeit und so weiter und so fort. Da sind wir gefordert, uns einzubringen. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen das auch als Anforderung an die Partei, wer immer das ist, also mit uns drin, aber auch an die Parteistrukturen stellen, dass ab sofort wirklich alles das, was wir tun, auch wirklich unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterverhältnisse und der Geschlechtergerechtigkeit überprüft wird. Also Politik, Forderungen, Material und so weiter und so fort. Da möchten wir auch mit dem Parteivorstand und allen anderen Gremien drüber diskutieren, dass das geschehen muss, damit Frauen überhaupt durchkommen und wir die Geschlechterverhältnisse einbeziehen. Wir haben dann noch ganz konkret, und das sage ich jetzt abschließend, überlegt, dass wir eigentlich ein Startsignal geben müssen und sagen müssen, ja, wir machen jetzt wirklich tatsächlich eine öffentlichkeitswirksame Aktion von Frauen. Von uns linken Frauen und den Frauen da draußen, mit denen wir gemeinsam den Widerstand organisieren wollen. Da gab es die Idee, dass wir die geplante Umzingelung des Bundestages gegen die schwarz-gelben Sparpakete zu einer Frauenaktion machen und versuchen wollen, so viel wie möglich Frauen dort mit hinzubekommen und den Reichstag zu umzingeln und deutlich zu machen, wir Frauen, wir lassen uns hier nicht, das lassen wir uns nicht, das ist eine Kampf, genau, für uns ist dieses schwarz-gelbe Sparpaket eine Kampfansage und das machen wir auch deutlich und dadurch organisieren wir den Widerstand. Ich sage gleich dazu, dass dann auch diskutiert wurde, dass es eine tolle Idee ist, aber es vielleicht schwierig ist, so aus den Ländern viele Frauen dahin zu bekommen. Aber da war dann gleichzeitig die zweite Idee, ihr seht, wir waren da sehr initiativreich, zu sagen, ja, dann können die Frauen, die das örtlich besser organisieren können, das ja auch vor Ort machen und vielleicht auch verbinden tatsächlich mit Frauenaktionen, dass was umzingelt wird oder diese wir schicken die Sparpakete zurück Aktion tatsächlich nur von Frauen sichtbar durchgeführt und öffentlichkeitswirksam verbreitet wird. Da kam der nächste Punkt, den wir erwarten von der weiteren Diskussion und auch von den Entscheidungen in der Partei. Wir haben festgestellt, wenn wir sowas machen wollen, dann scheitert es bisher immer daran, dass wir tatsächlich keine Mittel haben, dass wir keine Ressourcen haben, dass wir um jedes Material, was sozusagen unsere eigenen Themen angeht, das müssen wir eigentlich erstmal selber herstellen, weil es so noch nicht da ist. Das heißt, wir wollen
eigene Mittel, wir wollen eigene Materialien, wir wollen die Möglichkeit haben, wenn wir solche Aktionen planen, die auch tatsächlich durchführen zu können. Und jetzt kommt wirklich der letzte Satz. Wir möchten gerne weiter darüber diskutieren, dass der 100. Frauentag im nächsten Jahr tatsächlich zu einem Kampftag der Frauen wird, und zwar sowohl von den Frauen in der Partei, aber ganz besonders natürlich zu einem Kampftag aller Frauen für ihre Rechte. Sehr herzlichen Dank, Conny. Gibt es von eurer Seite aus Nachfragen zu dem, was sie vorgetragen hat? Oder Anmerkungen zu den Ergebnissen dieser Arbeitsgruppe? Erika. Ich wollte nachfragen, ob es dafür Einverständnis gibt, dass wir diese Initiative weitertragen. Ich bin stellvertretende Vorsitzende Landesfrauenrat und wir hatten gerade unsere Konferenz. Also wenn es solche Aktionen gibt, ich kann mir da eine ganz große, weil wir das auch eben als ein Tagesordnungspunkt so in dieser Konferenz letztes Wochenende in Saarbrücken hatten, dass wir eben auch alle Verbände, Vereine somit aufrufen und könnte das einfach sagen hier und leite das an die anderen weiter und dass wir diese Aktionen mit unterstützen. Und das wäre schon eine echte Vernetzung und ihr wisst, in den Landesfrauenräten sind ja ganz viele Frauenverbände organisiert und ich denke, da können wir mal ein Zeichen setzen. Ja, also da würde ich jetzt ein Stück zur Vorsicht aufrufen, weil ich denke, entweder wir entschließen uns hier heute, wie wir hier alle sitzen, das zu unserem Thema zu machen und zu sagen, wir rufen für den 9. November nach Berlin auf und versuchen so viele Frauen zu mobilisieren und kündigen an, wir kriegen jetzt 10 Frauen umzingeln im Reichstag, weil sonst gibt es eine Blamageaktion. Aber dann sollten wir das nicht als Ergebnis einer Arbeitsgruppe, dann muss das hier aus dieser Konferenz hervorgehen. Vielleicht nur ergänzend, also ich habe den Vorschlag jetzt so verstanden, dass wir tatsächlich, wenn ihr sagt, ihr würdet so eine Aktion unterstützen, heißt das natürlich, dass wir in den Ländern Kontakt mit den Landesfrauenräten aufnehmen müssen, mit den Frauenhauskoordinierungsstellen und so weiter und so fort. Und sie wird diese Idee begeistern, aber dass wir die Initiative ergreifen und sagen, wir wollen am 9. November wirklich eine Aktion der Frauen machen und wir Frauen in der Linken und für uns unterstützen. Genau, wir wollen diesen Widerstand mit vernetzen und dann hatte sich da eben Konstanze noch gemeldet. Ja, ich stimme jetzt nochmal bei dem 9. November, das ist ein Dienstag, wenn wir jetzt in den Ländern anfangen, Frauen nach Berlin zu mobilisieren. Wie soll das dann praktisch aussehen? Also gehen wir davon aus, dass doch viele Frauen erwerbstätig sind. Wir nehmen sich Urlaub, kaufen sich eine Fahrkarte und fahren nach Berlin. Und das sollen wir denen als Parteifrauen vermitteln. Nehmt euch Urlaub und zahlt für die Karte. Oder gibt es Unterstützung jetzt vom Parteivorstand? Gibt es Busse? Also ich möchte euch vorschlagen, dass wir diese Frage jetzt nicht abschließend hier klären. Also es ist eine Idee, die aufgeworfen wurde. Wir werden gucken, dass wir das mit aufnehmen in die Erklärung. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, der Deutsche Frauenrat hat ja auch Aktionswochen vom 10. November bis zum 10. Dezember, glaube ich, beschlossen und da werden sicherlich auch vielfältige Sachen, als wann wir das terminieren und wie präzise oder so, das denke ich, müssen wir in den nächsten Tagen noch klären. So, gibt es sonst noch Nachfrage zu anderen Themen? Ich wollte eine Ergänzung machen. Also wir haben ja Anfang Dezember Parteitag der Europäischen Linkspartei und der wird auch mit einer Frauenversammlung natürlich begonnen. Und diese Frauenversammlung steht dann unter dem Thema 100 Jahre internationaler Frauentag. Wir wollen dort einen europäischen Appell erarbeiten. Da kommt der erste Entwurf Mitte der Woche raus. Ich würde dann auch gerne die Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, um euch den einen Zug zu stellen, damit wir dann auch diskutieren können und ich eure Ideen damit nach Paris nehmen kann und so weiter. Also dass wir da auch zwischen Europa und die Links da sitzen, Hand in Hand arbeiten. Danke, Christiane. Ja, okay. Ja, also mit dem Rosa Luxemburg machen wir auch in Kiel, haben wir schon besprochen, dass wir auch 100 Jahre Rosa Luxemburg Geburtstag, was Conny gesagt hat, auch feiern, also ganz international. Wir haben so ein bisschen organisiert, dass sie in unterschiedliche Sprachen, wenn sein muss, also wir leben von Rosa Luxemburg auch mit Linkspartei zusammen, also mit dem Basis zusammen, dass man einfach so ein bisschen aktionmäßig innerhalb der Botschaft, die Rosa uns weitergegeben hat,
ein bisschen wieder lebendig machen. Also ich, Erika noch einen und dann würde ich aber gerne... Also ich würde sagen, mein Vorschlag, ich wollte es ganz pragmatisch machen, sondern wenn wir jetzt hier vorgehen und eine Vertreterin jedes Landes ist hier, kann doch mit ihrem Landesfrauenrat da schon einmal Kontakt aufnehmen, Gewerkschaften, Attac, alle wollen solch große Sache machen. Das ist doch freiwillig, wenn wir nur sagen, so ist es. Das muss man denn vor Ort organisieren und nicht von Berlin aus oder so. Aber wir brauchen einfach, dass jetzt ist eine Kraft da, das sind wir, dass wir einen Tag haben und dass wir diese Aktion machen wollen. Und dann können wir doch selbstständig das organisieren und kommunizieren. Also ich bitte wirklich, dass man das so beschließt, damit, dann ist es keine Blamage. Wenn ich gleich die Hürden aufbaue, dann kann es eine Blamage werden. Aber mit dem Ticket nach Berlin fahren 5 Frauen, können mit 25 Euro fahren von uns aus und so weiter. Wenn man will und wenn man das richtig rüberbringt, dann wird es auch organisiert und dann machen Frauen vieles möglich. Genau, Erika, das wäre der Punkt. Also der Tag steht eh, die Umzingelung soll stattfinden und wir müssen jetzt nicht denken, dass wir hier jetzt die ganze Umzingelung organisieren, genau. Sondern wir dachten, das ist ein Signal, wenn wir in den Ländern Kontakt zu den Frauenhäusern, zu den Landesfrauenräten aufnehmen und vorschlagen, lasst uns damit möglichst vielen Frauen, die können, gemeinsam hinfahren und dann müssen wir einen Treffpunkt in Berlin machen, wo dann die Frauen gemeinsam sichtbar sind. Und die, die nicht fahren können, können aber überlegen, ob sie es im Land oder kommunal vielleicht eine kleinere Aktion machen. Aber eben am 9.11.